Ja. Oh mein Gott, hast du mich erschreckt? Habe ich erschreckt? Gib mir. Brauchst nicht tragen, Bruno. Der Koffer ist nicht schwer. Gib doch Bruno Koffer. Gib her. Bruno trägt Koffer. Na gut, wenn du meinst. Ich trage Koffer, ja. Ich habe gesehen. Omnibus. Jeden Abend habe ich gesehen. Omnibus. Du hast auf mich gewartet. Ja, gewartet. Gewartet. Jeden Abend. Danke, Bruno. Gib mir den Koffer. Komm nicht mit rein, Bruno. Es ist gut. Ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Nochmal danke, Bruno. Bruno, was willst du denn hier? Helga. Helga. Ja, ja. Geh nach Haus. Ja, die Helga. Komm. Ja, Helga, du wolltest zuerst nächste Woche zurückkommen. Ja, ich bin jetzt schon zurück. Nichts zu. Aha. Bist du wieder zurück? Kannst dich gleich umziehen und helfen. Wo ist denn Erich? Spielt Billard. Sagst du, dass ich da bin? Mhm. Entschuldigung. Ja, bitte. Die Helga ist wieder da. Was, die Helga ist wieder da? Die wollte auch eine Woche wegbleiben. Wer ist da? Die Helga. Sie ist gerade gekommen. Was will sie denn? Ja, ich soll Ihnen sagen, dass sie da ist. Moment mal. Ja. Ich bin gleich. Bin gleich wieder da. Oh, der hat's aber eilig. Wir werden ja sehen, wie bald er wieder da ist. Wieso bist du schon wieder zurück? Du wolltest doch 8 Tage bleiben. 3 Tage haben gereicht. Gereicht? Wofür gereicht? Ich war beim Arzt. Ich krieg ein Kind. Was? Ich habe Ärger mit Helga. Wieso Ärger? Sie sagt, sie kriegt ein Kind von mir. Was? Sie war deswegen in der Stadt. Hatte keine Ahnung. Reden mit keinem drüber. Bin ich verrückt? Na endlich! Wir dachten schon, du bist gleich zu ihr ins Bett gestiegen. Ja, du bist dran. So lange bin ich auch wieder nicht weggeblieben. Ja, sowas. Lass ich mir immer noch genügend Zeit. Ja, man hat dann mehr davon. Letztes Spiel. Es ist ja schon spät. Ja, ja. Gut. Namen du Oskar. Was willst denn du? Wenn du was zum Saufen willst, dann zeig mir erst dein Geld. Und wenn du keins hast, verschwinde. Hab dir doch gesagt, nächste Woche verkaufe ich das Schwein. Dann habe ich Geld. Los, raus. Ich habe heute den ganzen Tag noch nichts gehabt. Nur einen kleinen Doppelten. Der sagt, du sollst verschwinden. Los, raus! Verschwinde! Sonst drehe dich um. Ich schwöre dir, Oskar,
Nächste Woche verkaufe ich das Schwein. Ab! Wieso denn Ärger? Das kostet doch nur ein bisschen Geld. Denkst du? Die will's haben, das Kind. Und mich dazu. Das ist doch ein Blödsinn. Bietet ihr Geld an? Weißt du, woher die kommt? Wegen meinem Hemd am Hintern. Die reißt das Maul auf, sagt sie. Quatsch. Und das bringt die fertig. Warum musstest du auch mit ihr schlafen? Habt ihr doch alle getan. Streit es ab. Vielleicht ist das Kind gar nicht von dir. Du weißt ganz genau, dass sie seit 4 Monaten nur noch mit mir schläft. Drei Bier noch. Red noch mal mit ihr. Gibt's doch gar nicht, dass die kein Geld nimmt. Hast du gemerkt, wie schnell der Erich Schluss gemacht hat? Na, Kunststück. Was hältst du davon? Wollen wir mal einen Schreck einjagen? Liegen schon im Bett. Hallo. Hallo. Mach doch mal Licht an. Könnt ihr einen denn gar nichts mehr? Hallo! Hallo! Die rühren sich nicht mehr. Na, nach Hause. Warum lässt es nicht wegmachen? Ich sag doch, ich bezahle. Weil es ein Kind ist. Weil ich ein Kind nicht wegmache. Weil es eine Sünde ist. Weil du mich reingelegt hast. Du hast immer gesagt, passiert nichts, passiert nichts. Und warum ist es jetzt passiert? Weil du mich reingelegt hast. Du nimmst das Geld oder mach, was du willst. Lass mich los, Menschenskin. Ich krieg das Kind! Und ich sag, dass es dein Kind ist! Und ich sag's jetzt schon jedem, der es hören will, dass ich ein Kind von dir kriege! Lass mich los, Herr! Weißt du, was ich dir jetzt ansehe? Du möchtest mich umbringen. Tu dir das nicht an, Erich. Tu dir das nicht an. Nicht für dein Leben. Nicht für deine Seele. Du nimmst das Geld! Wenn du mir Geld gibst, dann legst du auf die Bank. Für das Kind. Nein, hier ist Maria. Halt die Schnauze, hier ist Maria! Erich! Lass es wegmachen. Lass es doch wegmachen. Sofort die Schuhe weg. Die Strümpfe. Alles, was nass ist, die Hose. Sie war doch selber schuld. Ich habe ein Angebot gemacht. Hilf mir! Das hätte doch jeder. Jeder hätte das doch angenommen. Warum sie nicht? Das ist alles weg. Die Sachen müssen 3000. Warum hat sie dich hier genommen? Nicht so laut. Und dann ist sie ausgerutscht im Schlamm. Rückwärts reingefallen, hingefallen. Das Zeug hier muss weg. Wir müssen es wegbringen. Ich bring das weg. Warum hat sie sich nicht gewehrt? Wenn sie sich gewehrt hätte. Du rührst dich nicht aus dem Zimmer. Wer ist da? Ich muss an die Kasse zum Wechseln, Herr Holler. Da können Sie nicht 2 Sekunden warten? Ja, ich sag's ja nur. Was geschieht denn jetzt, Papa? Jetzt schreist er. Jetzt schreist er. Hast du eine Tüte oder was? Ich muss das wegbringen. Aber die sind doch bis morgen trocken. Weißt du denn nicht, dass die Polizei dir nachweisen kann, dass das im Wasser gelegen hat? Moment. Die Polizei wird auch ihr Zimmer durchsuchen. Du bleibst hier. Musik.
Können Sie denn nicht wechseln? Ja, niemand hat heute Kleingeld gehabt. Dann machen Sie den Schluss. Das ist nicht noch zu früh? Dann muss es denn immer so spät werden? Was machst du denn hier, Bruno? Nichts. Mach nichts. Ich stehe hier. Warum stehst du denn da? Ich habe Bruno gesehen. Treibt er sich immer nachts rum? Bruno? Weißt du doch, Oskar, dass Bruno wie ein Hund ist. Der Junge ist mein Unglück. Das weißt du doch, Oskar. Komm rein. Guten Nacht. Hat dich der Franz doch noch weich gekriegt, Oskar? Ja, der sitzt da draußen vor der Haustür wie ein Hund. Das ist doch nicht zum Aushalten. Guten Nacht, Besung. Guten Nacht. Komm, setz dich. Gibst du dir jetzt doch noch was? Da draußen vor der Haustür wie ein Hund sitzt. Darum. Sie können jetzt raufgehen. Ja, ja, so gut. Gute Nacht. Weißt du, jetzt kann ich auch sowas gebrauchen. Jetzt kann ich einen kräftigen Schluck vertragen. Manchmal kann ich dich direkt verstehen. Prost, Oskar. Was machst du denn, Papa? Du trinkst mit ihm. Ja, ich trink mit dem. Ich hab gesagt, du sollst auf dem Zimmer bleiben. Ja, ja. Prost, Franz. Oberinspektor Derek. Guten Morgen. Natürlich bin ich da. Ja, ja, der kommt gerade rein. Ja, ja, ist in Ordnung. Guten Morgen. Morgen, Harry, wo brennst du denn? Ist es der Alte? Ja. Der versucht dich seit 8 Uhr zu erreichen. Gleich in einem Teich. Sag mal, wo warst du denn? Ich habe dreimal bei dir zu Hause versucht anzurufen. Warum hast du den Hörer nicht abgenommen? Schwer zu erklären. Ich wollte mich nicht stören lassen. Wobei? Beim Nachdenken. Wobei? Nee. Ich habe wieder mal über meinen Beruf nachgedacht. Was gefällt dir nicht dran? Eine Menge. Vor allem die Tatsache, dass ich das Gesetz vertrete, ist mir zu abstrakt. Ist das die Meldung? Ja. Das Mädchen hier im Teich, ertrunken? Das Wasser ist da einen halben Meter tief, also schwer zu ertrinken. Also auch kein Selbstmord. Sie ist ertrinkt worden. Vielleicht war sie betrunken. Nein, sie war nicht betrunken. Oder sie ist ohnmächtig geworden aus irgendwelchen Gründen. Ja, sag mal, was ist denn los mit dir? Gefällt dir die Vorstellung nicht, dass ein Mädchen ertrinkt worden ist? Nein. Dir? Es muss gegen Mitternacht passiert sein. Zwischen 0 und 1. Keine Würgespuren? Nee. Es
sieht schon verdammt traurig aus. Wieso? Oder drücken Tode nichts aus? Du musst dich da sehen lassen. Ich kann da nicht hingehen, Vater. Das ganze Dorf war da. Du musst da auch hingehen. Weil du dich sonst verdächtig machst. Sonst sagen die Leute, warum ist der nicht da gewesen? Also du schieb ab. Dein trauriges Gesicht kannst du behalten, das passt dazu. Morgen, Franz. Morgen, Oskar. Willst du was trinken? Oh, ja, ja. Wenn du so freundlich sein willst. Du hast doch dein Schwein noch. Ja, ja, natürlich habe ich mein Schwein noch. Na ja, vielleicht. Vielleicht sehe ich es mir mal an. Du, Oskar, willst du es vielleicht kaufen? Wenn es was auf dem Rippen hat, warum denn nicht? Wo ist denn Bruno? Bruno? Ja, hast du ihn nicht gesehen? Der kommt doch manchmal die ganze Nacht nicht nach Hause. Was denn, die ganze Nacht? Soll ich da jedes Mal nachsehen, ob er da ist oder ob er nicht da ist? Wo steckt er jetzt? Bruno? Na, wer denn sonst? Ja, ja, ja. Das weiß ich nicht, Oskar. Ist es hier gewesen? Ja, genau hier. Die hat jemand ins Wasser gestoßen und runtergedrückt. Den Kopf unter Wasser gedrückt, bis sie tot war. Wir werden alle verhört. Verhört? Ja, weil wir sie doch gesehen haben, als sie gekommen ist gestern Nacht mit dem Mitternachtsbus. Gegen Mitternacht war sie noch im Lokal, gerade mit dem Bus gekommen. Holler sagte... Ich bin nicht so schnell. Wer ist Holler? Der Wirt, Oskar Holler. Ah, ja, ja. Der Wirt, bei dem sie Bedienung ist, der sagte noch, kommst du noch, hilfst du noch? Aber sie kam nicht mehr. Das ist übrigens der junge Holler und Frau Jahn, die Kollegin von der Helga. Helga? Helga? Was ist denn, Helga? Warum machst du nicht die Augen auf? Helga, mach doch die Augen auf! Helga! Was ist denn? Warum liegt sie denn hier am Boden? Sie ist tot. Das ist Bruno Wollweber. Ein Schwachsinniger. Bruno! Komm weg da! Bruno! Du musst die Helga liegen lassen, die ist tot. Bruno! Das sind Polizisten, die untersuchen das, wer die Helga tot gemacht hat. Herr Holler? Ich bin Kriminaloberinspektor Derrick. Möchte mal mit Ihnen sprechen. Mit mir? Ja. War die Tote nicht bei Ihnen beschäftigt? Ja. Bei meinem Vater. Mach sie wieder lebendig. 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 Das ist Polizei, Vater. Ich hab's mir gedacht. Kriminaloberinspektor Derrick. Holler ist mein Name. Das arme Mädchen hat hier bei mir gearbeitet. Ja, ja. Ich nehme an, dass Sie ein paar Fragen an mich haben. Auch das, ja. Da stehen Sie dann auch rum. Gehen Sie an Ihre Arbeit. Gleich ist die ganze Bude voll. Das ganze Dorf ist ja wie aufgescheucht. Tagsüber ist ja nicht viel los. Aber Sie werden sehen, wie die alle gleich hier reinkommen. Bitte. Danke. Wollen Sie das Zimmer sehen, in dem sie gewohnt hat? Ja, fangen wir damit an. Sie ist nämlich nicht von hier. Tu was, siehst du nicht, dass Gäste hier sind?
Was machst du denn hier? Wer hat dir den Schnaps gegeben? Lass ihn sitzen, der Schnaps ist von mir. Weil ich doch das Schwein verkaufe, ehrlich. Sie war aus München zurückgekommen mit dem Bus, der um Mitternacht hier ist. Was wollte sie denn in München? Keine Ahnung. Sie hat sich manchmal ein paar Tage freigenommen, um nach München zu fahren. Einkaufen vielleicht. Hier kriegt man ja nichts. Ja, wie lange war sie weg? Das waren 3 Tage. Zum Einkauf? Vielleicht hatte sie sonst noch was für Freunde besuchen. Bekannte. Vielleicht wollte sie was erleben. Was ja nur natürlich ist, wenn man jung ist. Und, naja, wie soll ich Ihnen das sagen? Gewisse Vorstellungen hat vom Leben. Hatte sie die? Ja, die hatte sie ganz bestimmt. War sie ein bisschen leichtsinnig, was? Aber wissen Sie, die Ansichten darüber, was leichtsinnig ist oder nicht, die sind ja heute sehr verschieden. Also, was kann man ihr vorwerfen? Ich werfe ihr nichts vor. Nur das, was man so Lebenswandel nennt, nicht den üblichen Vorstellungen entsprach. War sie die Dorfhunde? Wie? Na, die, Nein, das kann man nicht sagen. Vielleicht in anderer Form. Obwohl, irgendwie hatte sie es ganz gern. Da hat so manch einer draußen auf dem Hof gestanden und hier ans Fenster geklopft. Und wenn sie wüssten, was das für Leute waren. Ah, und? Hat sie aufgemacht? Ach, wissen Sie, so genau hat mich das auch wieder nicht interessiert. Ja. So, bitte, hier sind die Herren. Ja, was ist mit dem Mann, der da weggelaufen ist? Das ist ein komplett Schwachsinniger. Wird von Bruno gesprochen? Das ist Bruno Wollweber. Was ist denn mit dem? Der hat die Tote gesehen und hat sich dann wie ein Verrückter gewehrt. Wie ein Verrückter ist gut, der ist verrückt. Die Kirche gelaufen. Was wollte er denn in der Kirche? Ja, da hat er sich von Altar gekniet und gesagt, mach sie wieder lebendig. Ja, nur das und das immer wieder. Mhm. Wenn ich da mal was sagen dürfte. Ja? Der Bruno hat ja ein ganz besonderes Verhältnis zu Helga. Sie hat mir mal gesagt, der läuft hinter mir her wie ein Hund. Und wenn ich in München bin, dann wartet er am Bus, nur um mir den Koffer zu tragen. Das ist aber doch sehr nett von ihm. Sie hat das auch anders gesehen. Ganz anders. Der Bruno ist mir unheimlich, hat sie gesagt. Ja, sie hatte Angst vor ihm. Ja, das ist das richtige Wort. Was für Leute haben hier ans Fenster geklopft nachts? Eine Menge Leute. Die dann mit ihr ins Bett gegangen sind. Ich denke, dass es denen auf die Dauer keinen Spaß gemacht hat, nur ans Fenster zu klopfen. Aber Namen kann ich ihnen da nicht nennen. War sie eine gute Kellnerin? Ja, die Helga meint sie doch. Eine gute Kellnerin. Sehr reizendes Mädchen. Sehr gut. Ich habe sie ja nur auf der Erde liegen sehen, aber wenn ich mir vorstelle. Wie groß war sie? Wie groß? Sie ging mir bis. Ja, sie war ungefähr 60. Und 20 Jahre. Viele Leute sind sicher bloß ihretwegen hierher gekommen. Sie war ja sowas wie die. Ja, seitdem sie hier arbeitet, kamen mehr Leute, das stimmt. Da haben Sie recht. Können Sie mir sagen, wer von den Gästen... Sie sind doch jeden Abend hier, ne? Ja. Wer besonders scharf war auf das Mädchen? Das kann ich nicht sagen. Eine Menge Leute. Irgendwie jeder. Die haben sie alle ganz gern gesehen. Und wer gern sieht, der stellt sich auch was vor. Drei kleine Hilde und 2 Limo. Hilf doch der Frau Jahn, die kommt allein nicht zurecht. Ja, mach ich. Ich denke, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben wollen... Ja, aber setzen Sie sich doch. Dass Sie da falsch liegen, wenn Sie den suchen, der scharf auf Sie war. Ah,
Warum? Naja, wer bei ihr landen konnte, der wird sich doch nicht sein eigenes Vergnügen kaputt machen wollen. Ich meine, Sie sollten den suchen, der nicht bei ihr landen konnte. Stefan, ich habe die Frau Jahn am Tisch. Schluss jetzt. Was hast du doch gesagt, Oskar? Ich hab gesagt, Schluss jetzt. Erst muss ich dein Schwein sehen. Komm, warte draußen auf mich. Ich komme später nach. Ja, und ich fragte sie dann, warum kommst du denn heute schon? Weil sie wollte ja erst nächste Woche zurückkommen. Ja, hat sie denn gesagt, warum sie früher gekommen ist? Nein. Herr Holler war auch ganz überrascht. Der Wirt? Ja, wieso? Es gibt ja zwei, oder? Den Jungen und den Alten. Ach so, ja, nein, der Alte, ich meine den Alten. Der war überrascht. Ja, weil sie so früh zurückgekommen war. Er sagte, zieh dich um, du kannst gleich helfen. Und dann sagte sie, wo ist der Erich? Und ich sagte, der spielt Billard. Und dann hat sie gesagt, sag ihm, dass ich da bin. Und ich hab's ihm gesagt. Ich hab gesagt, die Helga ist wieder da. Ich möchte noch mal mit Ihrem Sohn sprechen. Erich, komm doch mal. Es geht wegen gestern Abend. Du hast doch die Helga noch gesehen. Ja. Frau Jahn sagte, die Helga ist da und sie will was von Ihnen. Da bin ich hingegangen. Was ist los, habe ich gesagt. Und Sie, dein Vater will, dass ich noch arbeite, aber ich möchte nicht. Sag ihm, dass ich zu müde bin. Ja, und dann kam er zu mir und sagte, sie ist zu müde. Sie ist gleich schlafen gegangen. Ja. Aber sonst hat sie nichts gesagt. Nein. Nur das. Bruno hat er wieder aufgelauert, weil er ihr den Koffer tragen wollte. Das hat sie gesagt. Sonst nichts. Bruno hat er wieder aufgelauert? Ja, gestern Abend auch. Hat sie wieder Angst gehabt? Ja. Er taucht immer auf wie ein Gespenst. Ja, aber Angst hat sie nicht vor ihm gehabt. Aber Sie wissen doch, dass er hinter ihr her war. Ja, das stimmt. Aber es waren ja viele, ne? Kann ich da mal ein paar Namen hören? Das von mir? Ja. Von mir können Sie nichts hören. Und von Ihnen? Herrgott, alles, was im Dorf Hosen anhat, war hinter dem Mädchen her. Wie soll man denn da Namen nennen? Weißt du einen bestimmten Namen? Nein. Warte noch, ich habe noch keine Zeit. Ja, ja, Oskar. Sag was. Grüß dich. Bitte mal, wir sind nicht gekommen, um was zu trinken, Oskar. Was wollt ihr denn? Wie sieht die Sache aus, Oskar? Wie soll denn die Sache aussehen? Die Polizei sucht den, der Helga ins Wasser gestoßen hat. Jetzt mal unter uns, Oskar. Wir sind ja unter uns. Als wir gestern Nacht nach Hause gingen, Berger und ich, da sind wir noch in den Hof gegangen, haben bei Helga an die Scheibe geklopft. Da lag sie schon mit Erich im Bett. Erich? Der war bei mir im Büro. Die ganze Zeit. Also, ihr habt Helga noch rausgeholt. Wieso? Wir? Wir haben sie doch nicht rausgeholt. Wie kommst du denn darauf? Wir haben nur als Spaß. Ja, als Jux. Ja, als Jux an ihre Scheibe geklopft. Danach hat der Inspektor nämlich gefragt. Wonach? Naja. Irgendjemand muss die Helga doch noch veranlasst haben, aufzustehen und rauszukommen. Aber Menschenskind, Oskar, wir doch nicht. Ich will euch sagen, wie die Sache aussieht. Der Inspektor sucht die Liebhaber von Helga. Ja, du musst sagen, Erich war's. Ja, Erich war's, ich war's. Du warst, ihr alle wart's. Ja, aber doch in der letzten Zeit nicht mehr. Da war's doch nur noch Erich, nur er. Der Inspektor will alle Namen wissen. Wenn ich Erich sage, sage ich auch eure. Das kannst du nicht machen, Oskar. Wieso kann ich das nicht? Für mich, Oskar, wäre das eine Katastrophe. Bei mir zu Hause. Meine Frau, meine Kinder. Bei mir genauso. Bei mir auch. Deswegen habe ich ja keinen Namen gesagt. Auch nicht den von Erich. Verstehst du, Oskar? Das darf überhaupt nicht zur Sprache kommen.
Unsere Namen müssen aus dem Spiel bleiben. Bleiben sie auch. Als ihr gegangen seid gestern Abend, bist du mit dem Wagen gefahren? Ja, ich hatte einen Wagen dabei. Ihr seid zu Fuß gegangen? Ja. Ja. Habt ihr da nicht irgendwo Bruno gesehen? Bruno? Wieso Bruno? Weil Bruno hinter Helga her war wie der Hund hinter der Katze. Ja, das stimmt schon, aber... Der hat ja aufgelauert, auch gestern Abend wieder. Es wäre ganz gut für uns alle, für jeden von uns, wenn man ihn gesehen hätte. Du fährst doch immer direkt am Teich vorbei. Mhm. Hast du ihn noch nicht gesehen? Bruno? Na, wen denn sonst? Ja, so ehrlich... Hast du denn keinen Menschen gesehen? Kein Schatten, den du vielleicht... guten Glauben natürlich, für Bruno gehalten hast. Bruno ist hier gewesen. Es kommt jetzt nur darauf an, dass ihn jemand gesehen hat. Ein Verrückter. Überleg doch mal so. Ein Verrückter auf Helga. Er ist doch von der... Was willst du denn damit? Warte hier. Und mach keine Aussage. Hast du gehört, wie sich Bruno aufgeführt hat am Teich? Bruno? Na, der hat sich vielleicht benommen, dass sich alle gefragt haben, was ist mit dem los? Weißt du, wie er mit der Helga war? Na ja, das weiß ich. Er hat sie vom Bus abgeholt in der Nacht. Ja, das hat er. Ist er dann nach Hause gegangen? Es sollen nämlich Leute geben, die ihn gesehen haben. Am Teich. Am Teich? So! Jetzt zeig mir dein Schwein. Ja, da ist es. Was denn? Das Schwein wirst du mir verkaufen? Es ist ein bisschen mager, ich weiß es. Man müsste es ein bisschen, wenn man es ein paar Tage richtig füttert. Das ist eine Sorte, die schnell auf Gewicht kommt. Ich weiß, dass es nicht viel wert ist. Viel bestimmt nicht. Gar nichts ist es wert, das weißt du doch ganz genau. Ist Bruno hier? Bruno, ich weiß es nicht. Der kommt und geht doch, wie er will. Danke, Oskar. Wenn mir einer leid tut, Franz, dann bist du das. Wie meinst du denn das? Na ja, ich hab dir doch gesagt, dass sie ihn gestern Nacht gesehen haben am Teich. Da, wo sie heute die Helga rausgezogen haben. Was? Genau da. Deswegen tust du mir ja auch leid, Franz. Und es tut mir auch leid, dass ich dich bei mir rausgeschmissen habe. Behalt das Schwein, ich will es nicht. Und du kannst auch jederzeit zu mir kommen. Du kriegst auch was zu trinken. Wie meinst du denn das, Oskar? Du meinst doch nicht, dass Bruno es getan hat. Das war doch Bruno nicht. Oskar, Bruno ist doch kein Mörder. Habe ich dir nicht gesagt, dass sie ihn gesehen haben gestern Nacht? Wer hat ihn denn gesehen? Heißmann, der Lehrer, Aßmann und Berger. Alle drei. Aber Bruno hat doch nie irgendjemand etwas Böses getan. Ich kenne ihn genau. Ist er verrückt oder ist er nicht verrückt? Verrückt, Oskar, verrückt. Er hat einen schwachen Kopf. Ja, das hat er. Er ist das, was man... einen Schwachsinnigen nennt, aber Oskar, er hat so viel Liebe in sich. So viel Liebe kann ein normaler Mensch gar nicht haben, ohne dass man ihn für verrückt hält. Willst du sagen, er weiß immer genau, was er tut? Nein, das sicher nicht. Warum soll er dann nicht die Helge in den Teich gestoßen haben? Hältst du das für unmöglich? Als unmöglich. Unmöglich. Ja. Die Polizei wird alles zusammentragen. Die können nicht übersehen, dass Bruno hinter der Helga her war wie der Hund hinter der Katze. Ja, aber das... Die Polizei versteht was davon. Die können sich über feste Aussagen nicht hinwegsetzen. Wenn du mich fragst, Franz, für Bruno wäre es das Beste. Ich meine, er kommt ja nicht einmal in ein Gefängnis. In eine Anstalt käme, wo er Ärzte hat und Pflege. Na ja. Der hätte es besser als jetzt. Überleg doch mal die Sache von der Seite. Ja, aber
Bruno ist doch kein Mörder. Er wird haben, was er hier nie gehabt hat. Ordnung, Pflege und Hilfe. Du willst doch nicht sagen, dass er die nicht braucht. Die braucht er doch. Ja, ja. Die kannst du ihm doch nicht verweigern. Oder willst du das? Nein, nein. Die Polizei wird auch mit dir sprechen. Du musst eine Aussage machen, Franz. Und es muss eine sein, die Bruno hilft. Und dir. Dir auch, Franz. Wenn du das tust, wenn du die richtige Aussage machst, Franz... Welche? Welche Aussage? Dann verspreche ich dir, Franz, du kriegst bei mir so viel zu trinken, wie du haben willst. Und so oft du willst. Wo schläft denn Bruno immer? Ja, wann war denn das gleich? Gegen 12:30? Wann sind wir hier weg? Ja, ja, ungefähr 12:30. Ja, ich habe mich in den Wagen gesetzt und bin losgefahren. Ich wohne auf der anderen Seite und muss am Teich vorbei. Nicht genau vorbei. Man kann runtersehen. Und ja, da habe ich jemanden gesehen, der wie Bruno aussah. Was heißt denn aussah? War es oder war es nicht? Sagen Sie, muss ich das eventuell beeiden? Ja. Nach bestem Wissen und Gewissen. Sie schwören bei Gott im Allmächtigen? Ja, irgendwie doch. Nach bestem Wissen und Gewissen. Auch. Ich meine, ich habe Bruno gesehen. Ich glaube, ihn gesehen zu haben. Ich bin natürlich nicht ausgestiegen, um nachzusehen, ob es wirklich ist. Sie haben also jemanden gesehen, der am Teich stand? Und wie Bruno aussah? Ja, das würde ich sagen. Und was tat der Mann, der wie Bruno aussah? Nichts. Er stand nur da. Aber warum fragen Sie eigentlich nur mich? Die anderen haben ihn ja auch gesehen, Herr Assmann. Ja. Berger und ich sind zusammen los und da sagte ich plötzlich, steht da nicht Bruno drüben? Und Berger sagte, ja, das ist Bruno. Und dann habe ich doch gesagt, kaum ist die Helga wieder da, da tragt's denn nachts wieder rum. Haben Sie ihn genau erkannt, Herr Assmann? Ja, ich würde natürlich auch die Einschränkung machen, die Herr Assmann gemacht hat. Ich selbstverständlich auch. Ja, ich verstehe, Sie haben ihn gesehen. Aber nicht so wahr, mir Gott helfe. Hey, Donnerwetter, wer ist denn das? Das ist ja ein wahrer Meister. Das ist Erich Holler. Das ist wirklich ein Könner. Früher war ich auch mal ganz gut, aber jetzt habe ich ja kaum noch Zeit. Jedenfalls nicht für sowas. Wo sind Sie? Was machen Sie? Im Billardzimmer. Sprechen gerade mit Heißmann. Mit Heißmann? Sagen Sie aus. Ich weiß nicht. Ja, ist ja schon gut. Kümmere dich nicht darum. Stell ihm mal eine Flasche hin, er kann trinken, so viel er will und Wasser will. Ich habe sein Schwein gekauft. Ach, da sind Sie ja. Ich habe gerade nach Ihnen gefragt, weil ich war eben mit Brunos Vater unterwegs. Ich habe ein Schwein von ihm gekauft und da erzählte er mir, aber das muss er denn selber sagen. Setzen Sie sich doch. Franz, das hier ist Oberinspektor Derrick, der die Sache mit Helga untersucht. Entschuldigen Sie, dass er eine Flasche mit Glas mitbringt, aber er ist ziemlich fertig im Moment. Ich glaube, wir kommen der Sache immer näher. Ich habe mit Wollweber gesprochen und habe ihm gesagt, Menschenskind, wenn das nur nicht Bruno war. Und er sagt ja zu mir, ich muss dir was erzählen, Oskar. Aber willst du es nicht selber sagen, Franz? Ich muss eins wissen.
Du hast mir gesagt, dass man ihn nicht einsperren kann, dass er nicht ins Zuchthaus kommt und dass er einen Arzt kriegt und eine richtige Pflege. Bitte sagen Sie es ihm. Warum denn? Na, weil er sonst den Mund nicht aufmacht. Was ist passiert? Bruno ist erst heute früh nach Haus gekommen. Gegen 5 Uhr. Es war schon hell draußen. Wollweber wurde wach und da stand der arme Kerl da und zitterte am ganzen Leib und sagte, Helga ist tot. Und das wusste er morgens um 5. Als noch kein Mensch die Tote entdeckt hatte. Ja, das stimmt doch, was ich sage. Er sagte, die Helga ist tot? Ja, ich hab doch ja gesagt. Kriegt er nun einen Arzt und eine richtige Pflege? Das sagen Sie ihm doch schon, dass man einen Verrückten nicht ins Zuchthaus bringen kann. Hat Bruno den Mord gestanden? Ach, den Mord, den Mord. Mit einem Schwachsinnigen können Sie doch nicht reden wie mit einem vernünftigen Menschen. Bruno hat gesagt, Helga ist tot. Um 5 Uhr früh, danach lag er da und weinte. Was wollen Sie denn solchen Menschen noch fragen? Hat er noch nie im Leben gehabt. Einen richtigen Arzt, eine richtige Pflege. Haben Sie eine Ahnung, wo Ihr Junge jetzt sein könnte? Oh, keine Ahnung. Wenn ich mitkommen soll. Nein, sollen Sie gar nicht. Wir finden ihn schon. Bruno? Da kommen Sie. Stehen Sie mal auf. Oder setzen Sie sich hin. Können Sie sitzen? Kommen Sie. Wir müssen Sie was fragen. Fragen? Ja. Ihr Vater sagt, dass Sie heute Morgen erst um 5 nach Hause gekommen sind. Verstehen Sie mich? Und dass Sie ihm gesagt haben, die Helga ist tot. Die Helga ist tot. Woher wussten Sie, dass die Helga tot ist? Bruno. Ja, komm, sag die Wahrheit. Hast du die Helga ins Wasser gestoßen? Warst du das? Ins Wasser gestoßen? Du hast doch die Helga abgeholt. Vom Autobus. Autobus, ja, Autobus. Und sie dann nach Haus gebracht? Zum Gasthof? Gasthof, ja. Gasthof. Was hast du denn da gemacht? Hast du gewartet draußen? Hast du die Helga noch mal rausgeholt? Hast du ans Fenster geklopft? Ist die Helga noch mal rausgekommen? Lass ihn, Harry, hat keinen Sinn. Das ist wie telefonieren. Und am anderen Apparat, da ist keiner. Der versteht dich nicht. Den Aussagen nach muss man festnehmen. Ich nehme keinen Geisteskranken fest. Nicht ohne Arzt. Ich bin keiner. Übernimmst du die Verantwortung? Ja. Und wenn das war? Weil er weint? Er ist allerdings der Einzige, der weint. Das stimmt. Mach, was du für richtig hältst. Haben Sie Bruno? Ja, er ist zu Hause. Drei Wurstsalat brauche ich. Drei Wurstsalat. Mein Gott, was ist denn das? Wo haben Sie denn den hier? Das ist doch der von... Von wem? Von Helga. Wissen Sie das genau? Ja, das weiß ich genau. Ja, den kenne ich auch. Den habe ich gestern noch in Ihrem Zimmer gesehen, der gehört ihr. Woher haben Sie den? Er hat den kaputt gemacht. Oskar! Oskar! Guten Abend. Guten Abend, Herr Eismann. Kann ich ihn dir haben? Ja, natürlich. Ich habe gehört, Sie holen gerade den Bruno ab. Mhm. Na also. Tja. Frau Jahn, Sie haben doch Fremdenzimmer hier, nicht? Ja, 3 im ersten Stock. Kann ich eins kriegen? Sind's frei?
Müssen Sie einen Holler fragen. Wollen Sie denn hier übernachten? Ja. Ja, aber ich denke, die Sache mit Bruno ist erledigt. Warum fahren Sie denn nicht nach Hause? Oh, ich, weil... Außer Sie haben was dagegen, wenn ich bleibe. Ich? Nein, warum denn? Überhaupt nicht. Ist doch fein. Kann ich das Zimmer mal sehen? Ja, natürlich. Frau Jahn, geben Sie an Oberinspektor. Zeigen Sie mal Zimmer Nummer 3. So, bitte. Das ist es. Sehr hübsch. Warum fahren Sie nicht eigentlich wirklich zurück nach München? Ein paar Kilometer? Oh, ich bin gern auf dem Land. Möchte in aller Ruhe ein Glas Bier trinken, vielleicht eine Partie Billard spielen. Sagen Sie mal, Frau Jahn, was hat Sie eigentlich in dieses Kaff verschlagen? War ein Lebenswunsch von mir, in so einer Kneipe zu bedienen. Ist in Erfüllung gegangen. Nehmen Sie dieses Bett? Wie Sie wollen. Der Wirt gefällt mir. Ich glaube, der Mann weiß, was er will. Den Eindruck macht er. Nicht zimperlich, was? Nein, das ist er nicht. Naja, sonst kommt man ja auch zu nichts. Wollen Sie jetzt schon schlafen? Nein. Ich denke ein bisschen über den Wirt nach, der nicht zimperlich ist und der weiß, was er will. Haben Sie doch gesagt. Ich? Wollen Sie von mir was rauskriegen? Bin ich deiner falschen Adresse? Halten Sie Bruno für den Mörder? Ach. Das hätten Sie beinahe laut gelacht, was? Tja, ich hole Ihnen jetzt Handtücher. Brauchen Sie auch Seife? Ja, Seife brauche ich auch. Wie sind Sie nun wirklich in dieses Kaff gekommen? Ach, wissen Sie, mein Mann brachte mal eine Bekannte zum Essen mit nach Hause und die ist nicht wieder gegangen. Ich sagte meinem Mann, du, was ist los? Einer ist hier überflüssig. Er sagte, du. Halten Sie denn Bruno für den Mörder? Jetzt hätte ich beinahe laut gelacht. Also, Sie nehmen ihn nicht? Ich nehme ihn nicht, weil er es nicht ist. Und ich liege hier, weil ich mich frage, warum der Wirt mir den auf jeden Fall einreden will. Wollen Sie das auch? Ich? Ich will Ihnen mal was sagen. Mir ist die Sache völlig egal. Dann machen Sie, dass Sie rauskommen. Was fällt Ihnen eigentlich ein, mich so anzuschreien? Glauben Sie wirklich, mir ist das Ganze so gleichgültig? Aber kann ich denn was tun? Ja, Frau Jahn. Sie können mir helfen. Ja, ist das Zimmer in Ordnung? Ja, ja. Ist ja nicht groß, ist ja nicht komfortabel, aber dafür kostet es ja auch nicht viel. Schon in Ordnung. Wir bringen ihn jetzt nach München. Wo ist er? Im Wagen. Wollen Sie Ihren Sohn noch mal sehen? Bruno! Bruno! Bruno, du bleibst bei deinem Vater. Du bleibst bei mir. Auto. Auto fahren. Ich fahr Auto. Fahr los. Ich bring den Richtigen. Sie bringen Bruno weg. Der arme Kerl. Schwachsinn hat er von Geburt an. Da hat sich ja auch nie jemand um ihn gekümmert. Mutter ist früh gestorben. Vater. Pflicht. Schule da. Was? Aufgewachsen wie ein Tier. Wie ein Hund da. Er läuft auch rum wie ein Hund. Ist doch so viel wert wie ein Hund. Wie bitte? Jetzt brauche ich einen Schnaps. Ja, da. Aber einen großen. Ich habe gehört, Sie sind so ein großer Billardspieler.
Ich? Mhm. Haben mir die Herren erzählt. Spielen die wieder? Ja, das ist denen ihr Abendvergnügen. Bitte sehr. Ich habe schon lange nicht mehr Billard gespielt. War nicht mit guten Leuten. Das waren Meister. Sind sie doch, nicht? Ja, das ist er. Man spielt mal gut, mal schlecht. Das ist eine Stimmungssache. Und heute Abend? Ich in Stimmung. Ach was, selbstverständlich ist er in Stimmung. Und er spielt übrigens hervorragend. Na los, komm schon. Geh, spiel doch. Schafft das ja schon allein. Ich glaube, Ihr Sohn fühlt sich wirklich nicht wohl. Der sieht blass aus. Wie sieht er aus? Blass. Blass? Wissen Sie, wenn ein Gastwirt gesund aussieht und braun gebrannt ist, dann geht er das Geschäft nicht. Das ist wahr. Gehen wir. Ja, meine Herren, kann man da noch ein bisschen mitmachen? Aber selbstverständlich, Herr Oberinspektor. Wir freuen uns. Ich muss Sie allerdings um Nachsicht bitten, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Wir spielen alle nicht besonders. Bis auf Erich Holler. Ja, der spielt ganz ausgezeichnet. Ja, gegen Ginkum gehen natürlich nicht ein. Nicht? Wollen Sie gleich? Nein, das halt noch nicht. Nein. Gegen Sie komme ich sowieso nicht an. Aber ich werde selbstverständlich versuchen. Also, ich glaube, Ihr Vater sieht das nicht richtig. Sie fühlen sich wirklich nicht wohl. Nein, nicht sehr. Aber es geht schon. Was haben Sie? Ist Ihnen heiß? Ja, mir ist heiß. Und der Puls? Erlauben Sie mal. Sie haben recht. Irgendwas ist mit Ihnen los. Wollen Sie lieber nicht spielen? Doch. Es geht schon. Wissen Sie, dass Ihnen der Schweiß auf der Stirn steht? Was? Darf ich die Herren zum Glas Bier einladen? Ja, da sagen wir nicht nein. Frau Jahn? Ja? Ah ja, eine Runde Bier bitte. Fünf Bier noch, Herr Brink. So, jetzt genau wie wir es besprochen haben. Mhm. Fünf Bier. Ja, fünf Bier. Ja? Wie spielt denn der Oberinspektor? Ich hab's nicht gesehen. Ich habe übrigens einen Wunsch, Herr Holler. Ja? Mein Zimmer oben, das ist ziemlich klein, das gefällt mir nicht mehr. Kann ich ein anderes kriegen, ein größeres. Was wollen Sie? Sie haben es doch gehört. Ein anderes Zimmer. Schöneres, größeres. Aber wie kommen Sie denn darauf? Ich hätte auch gern mehr Geld. Was hätten Sie gern? Mehr Geld. Mehr Geld? Was ist denn mit Ihnen los? Sind Sie verrückt? Ich habe gestern Nacht, als alles schon leer war, im Gang und auf der Treppe Spuren gesehen. So, als ob jemand mit nassen Kleidern und nassen Schuhen gegangen wäre. Zahlen bitte! Ja, ich komme. Ein bisschen. 6 Mark. Und 4. Vielen Dank. Ich habe nichts gesagt, weil mich niemand gefragt hat. Der Flur war tropfnass. Kann ich jetzt das Bier haben? Sie können morgen runterziehen. Mhm. Was ist mit dem Geld? 100 Mark mehr. Ja, da kommt ja das Bier. So, bitte sehr. Ziehe ich runter 100 Mark mehr. Sagen Sie, Sie wollen 200. Mhm. Bitte, meine Herren. Danke. Hundert sind mir zu wenig. Ich möchte 200. In Ordnung. Sie haben doch jetzt viel mehr zu tun, nicht? Mhm. Wir werden schon auf Ihre Kosten kommen. Ich gebe mein Wort drauf. Glaub's Ihnen. Frau Jahn. Ja, bitte? Noch 5 Schnaps. Mhm, bring. 5 klare. Ja, ich hab sie gehört. Und vergessen Sie nicht, Frau Jahn. Hm? Soll nicht Ihr Schaden sein. Oh. Und die Sache mit dem Flur hat überhaupt nichts auf sich. Nur, Sie wissen ja, die Leute fangen immer gleich zu fantasieren an. Natürlich. Ist immer wieder
Das akzeptiert 200 Mark. Weil Sie gesagt haben, Sie haben einen nassen Flur gesehen. Ja. Als ob jemand mit nassen Schuhen und nassen Kleidern über den Flur gegangen sei. Mhm. Und das kann nicht der Wirt selber gewesen sein. Ja. Dann gibt es nur eine Möglichkeit. Sie waren es. Sie haben das Mädchen. Was wollen Sie von mir, Sintermann? Kommen Sie mit. Kommen Sie sofort mit. Aus hier! Vater! Er kann Ihnen nicht mehr helfen. Er hat genug Vater! Vater! Bleiben Sie, wo Sie sind! Keinen Schritt weiter! Raus hier! Los, kommen Sie noch ein paar Schritte, dann sind wir da. So, das ist der Platz. Hier haben Sie das Mädchen ins Wasser gestoßen. Sie waren das. Sie haben das Mädchen. Warum hat sie das Geld nicht genommen, die 3000 Mark? Warum hat sie die nicht genommen? Es ist gut. Kommen Sie raus. Los, kommen Sie raus aus dem Wasser.